Hallo und WB und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Trading Card Game Online. Wir spielen momentan 11 zu 4 in unseren Rank Stats und heute wird mit dem feuchten Rape angegriffen. Wieso der feuchte Rape heißt? Guckt euch doch mal die Leute da drinnen an. Richtiger Raper. Hier guckt euch die mal an, gleich ein ganzes Gruppenüberfallen. Sieht auch nicht so nett aus. Ja, Mew ist jetzt so die Ausnahme. Wieso ist hier überhaupt Mew drinne? Warte mal. Da würde viel besser der gute alte Raper Mewtwo reinpassen. Ja, und dann guckt euch mal die Gesichter hier an. Richtige Raper, sind wir doch mal ehrlich. Dann haben wir hier auch noch Rob und Bob. Heute wird's rapig. Ich glaube, heute verlieren wir. Habe ich so ein Gefühl. Und unsere 11 zu 4 Statistik können wir nicht halten. Also unsere 7 Abstand. Bezweifle ich. Warum ist der Gegner im Vorteil, wenn ich ein fucking Wasser-Pokémon-Deck habe? Jetzt fange ich erstmal an, um den seinen Vorteil zu zerstreuen. Mein Gegner hat keine Basis-Pokémon, schade. Ich habe nur meine Raper. Hat immer noch keine Basis-Pokémon, schade. Jetzt hat er Basis-Pokémon gezogen. Gleich erstmal Levelball einsetzen, weil was sein muss, muss sein. Ja. Der hat nur Torchic auf der Hand. What the fuck? Dann lasse ich mir doch das nicht entgehen. Und lass ihn sich erstmal selber zerstören. Jetzt ziehen die alle erstmal einen Helm auf. Dann Rob und Bob. Dam, dam, dam. Oh, oh, oh. Hab ihm seine ganzen guten Karten weggenommen. Schade. Und dann wollen wir... Wen wollen wir denn? Ich glaube, wir wollen Shiggy, weil ich habe Turtok auf der Hand. Dim, dim, dim. Dim. Ja. Und dann werden wir unseren Zug. Ich brauche eine fucking Kampfenergie. Das wäre echt nützlich. Ja, jetzt sieht er plötzlich seine ganzen Basis-Pokémon. Hat ja scheinbar nur diese zwei Entwicklungsstränge. Kloppt mir die Energie weg. Ich habe Angst. Kann ich halt eine Runde später angreifen. Wenn du mich jetzt angreifst, kriegst du 20 Schaden. Ist es dir das wert? Das ist es ihm wert. Hätte ich nicht gedacht. Weil das ist schon beschränkt. Weil ich habe genug Energie. Was habe ich denn noch für Karten, die ich jetzt wieder zurück ins Deck mischen kann von mir aus? Rob und Bob ist immer nützlich. Zack. Was ich bräuchte, wäre dieser Energie-Heini. Der mir Energien wiederholt. Das wäre echt nützlich. Ja, und jetzt greift er mich wieder mit 10 an, oder was? Was ist denn mit dem los? Kennst noch, habe ich gesagt, was ich bräuchte, wäre der Energie-Heini. Wie gut. Tja, ich glaube, der gibt auch gleich auf. Ich habe echt das Gefühl, der gibt gleich auf, weil... Na, bei mir läuft es einfach besser. Okay. Jetzt hat das verkackt und jetzt denkt er sich so, nein! Ich kann nicht mehr weitermachen auf dieser Welt. Ich gebe auf. Komm, gib auf. Du hast keine Chance. Du hast deinen Meister getroffen. Ja, hat sich erstmal selber zerstört. Der weiß, wie das Spiel funktioniert. Da ist auch auf jeden Fall, wie man das Spiel nicht verliert. Ja, GG, well played. Versuchen wir das noch. Und ich dachte, ich kann die ultimative Domination machen. Wenn ich jetzt Kopf habe, habe ich gewonnen. Na, habe ich nicht, schade. Erstmal quetschen. Auch eine sehr schöne Rape-Attacke. Ja, was machst du jetzt? Aufgeben vielleicht? Ich werde dich nicht judgen, wenn du aufgibst, weil du hast keine Chance. Ja. Er überlegt hart.
Er vergiftet mich. Auf der Hoffnung, dass ich jetzt einschlafe. Und jetzt gibt er auf, weil ich nicht eingeschlafen bin. Denn er holt sich Energie zurück. Er kann mir keine 70 Schaden machen. Möchte er mir einfach nur meine Zeit stehlen? Ist das, was er vorhat? Jetzt legt er die Energie an. Macht mir 20 Schaden. Und danach habe ich gewonnen. Nein, man hat er sich selber zerstört, ne? Ich habe nicht einmal, ohne Kiste. Das hatten wir im letzten Video gar nicht. Und in der Kiste ist 25 Münzen. Egal, wir spielen 12 zu 4. Wo sind denn die ganzen Leute, die mich fertig machen? Was denn da los? Ich gewinne mit jedem Kackdeck. Feuchter Rave ist nun wirklich ein Haufen Scheiße. Da habe ich einfach nur gemacht aus Spaß, dieses Deck. Das hat gar keinen richtigen Hand und Fuß. Du bist am Zug. Oh, ich habe kein Basis-Pokémon. Der auch nicht. Okay. Jetzt habe ich Basis-Pokémon und Rob und Bob. Frage ist, mit wem fange ich an? So, weil der braucht eine fucking Energie für 20 Schaden. Was ist da los? Das ist schon strong. Vielleicht erstmal Rob und Bob einsetzen. Auf der Hoffnung, dass er Energie verliert. Yes. Zack, zack, zack. Doppelenergie. Alter, ich nehme ihm seine ganze Hoffnung weg. Kampf müsste sehr effektiv sein, ja. Leider war. 40 Schaden gleich. Enjoy your shit. Rob und Bob, ne, sind schon richtige Arschlöcher, wenn du die in der ersten Runde auf der Hand hast. Kannst du mir sagen, was du willst? Zieh so lange Karten, bis du 6 auf der Hand hast. Das kann ich gleich machen. Erstmal 40 abziehen. Disch. Hat er auch? Ja, hat auch Kampfschwäche. Es tut mir echt leid für den, aber... Sucks to be you. Oh, cool. Einmal noch. Und dann das hier. Evo-Soda. Dann das hier. Dann hier anlegen. Dann Evo-Soda einsetzen. Ja, perfekt. Und dann Abschlag. Was ist das? Abschlag ist auch wieder so eine Attacke, ne? Da denkst du ja auch nur, what the fuck, man. Du störst den Gegner damit. Der Gegner hat damit direkt auf... Ja, der hat auch keine Hoffnung mehr. Hätte ich auch nicht gehabt. Feuchter Rape ist eigentlich schon echt asoziales Deck. Die Gegner sind auch einfach alle lächerlich schwach. Ich weiß auch nicht, was heute los ist. Also, wir haben 4-mal verloren. Seitdem nie wieder. Und jetzt kämpfe ich gegen Black Beauty oder was? Red Moon. Dämliches Gesicht hätte man sich nicht aussuchen können, ne? Mit dieser offenen Fresse so. Oh, da, jetzt starte ich doch mal scheiße. Na, nicht unbedingt. Wenn ich entwickeln kann, war es das für den. Pass auf, in der nächsten Runde ziehe ich scheiß Sonderbonbon. Dann ist auch schon wieder vorbei für den, ey. Okay, endlich mal ein Herausforderer. Erstmal Supporterkarte einsetzen. Ja. Krieg mal deinen scheiß Kangama auf die Reihe. It's fisting time. Ja, nächste Runde kann ich den dann erstmal verwirren. Läuft soweit. Hat er nämlich schon 2 Energien und dann hat er 3 Energien und macht die ganze Zeit 100 Schaden. Krieg das auf deine Reihe, Kangama.
Wie ich gucke. Ich liebe dich. Yay. Mann. Jetzt gib auf. Ich meine, jetzt mach ne. Die macht nicht. Vielleicht habe ich wieder gewonnen. Hat sie meine Karten gesehen oder was? Okay. Jetzt zieht er drei Karten. Was nicht schlecht ist, ne? Einmal nach hinten, einmal entwickeln, einmal anlegen, einmal Superschall. Also wenn du das nächste Mal drei Karten ziehen willst, sag mir Bescheid. 200 nützen dir auch nicht viel. Doch, ich brauche drei Angriffe. Sonst hätte ich auch drei Angriffe gebraucht, von daher... Verwandtentrick ist echt mies. Red Moon, ne? Muss immer hart überlegen, was sie macht. Okay, er bereitet jetzt guten Tornados Ex vor. Das kann er bitte aber auch ein bisschen schneller machen. Was ist denn los mit diesem Mädchen? Schläft das während es Pokémon spielt oder was? Habe ich nämlich so langsam das Gefühl. Über Itemkarte einsetzen. Eins. Zwei. Einmal bitte so. Und dann entwickeln. Und dann... So. Auch wenn er meine ganzen Karten wieder zurück in mein Deck mischt, macht das nichts. Weil zumindest habe ich dann meine zwei Supporterkarten wieder. Wiederhall. Erstmal 50, in der nächsten Runde 100. Yo, yo, yo. Wasserschwäche. Kann er also gerne rausholen. Mach ich mit jeder Attacke One-Hit. Hätte gern Chillock, weil mit Totox-Sinnflut wäre ich echt auf der sicheren Seite. Heilen. Ihm ist schon bewusst, dass ich so oder so noch eine Runde länger gebraucht hätte, oder? Um dann zu heilen, um dann wieder die Scheiße rückgängig zu machen. Das ist auch sehr saudämlich. Erstmal Chillock holen. Bessere Zeiten stehen an, Leute. Bessere Zeiten stehen an. Wieder Heil, bitte 100. Oh, hat er sich wieder selber verletzt. Einmal entwickeln. Einmal Wasserenergien, bitte. Oh, ich habe keine Wasserenergien mehr. Muss ich echt aufpassen, dass ich nicht meine ganzen Pokémon verliere. An ihn. Dann Sinnflut. An ihn. Und Sinnflut. An ihn. Ist er nämlich schon mal fertig? Ja, und dann... setze ich...
die Dinge zu agieren, den. Nur für den Fall, dass er mir gleich Schaden macht. Ja, eine Wasserenergie, das hört sich doch gerne. May all your bacon burn. Das war anscheinend, oh no. Oh no. Also, oh no. No. Hauptsache, ich habe meinen Totok schon fertig. Noch dazu kann ich den ja erstmal wieder heilen, ne? Lol. Schreibt einfach lol. Ich kann auch aufgeben. Also mich stört das nicht, wenn sie aufgeben will. Die hat auch kein Glück. Okay, pass auf. Jetzt troll ich hart. Erstmal heilen. Und dann... Der hat 190. Das heißt, ich muss das taktisch machen. Erstmal diesen Ball hier einsetzen. Mit diesem Ball holen wir uns ihn hier. Und dann... Ja, was machen wir denn dann? Dann... greifen wir mit Ableithieb an und dann überlebe ich noch eine Runde. Das reicht nämlich. Ah ja, hat 110, ne? Ja, dann macht Totok den Rest. Ist jetzt nicht so, als wäre Totok dazu nicht in der Lage. Oh, er darf mal seine Energie behalten. Das ist ja... Das ist ja wunderschön. Ach, Suicune habe ich auch noch. Ja, erstmal Sinnflut einsetzen. Zack. Erstmal Sinnflut einsetzen. Zack. Erstmal Sinnflut einsetzen. Zack. Dann Rückzug. Zack. Und schon bin ich immun gegen seine Angriffe. Didim. Vielleicht nehme ich ihn einfach eine Energie weg. Guter Trank. Der Trank war total unnötig, weil ich 70 Schaden mache. Und wenn du mich jetzt angreifst... Ja, das Spiel nicht verstanden. Jetzt ist sie so verwirrt, dass sie jetzt wahrscheinlich aufgibt. Nein, die kämpft bis zum bitteren Ende. Ich respektiere das. Ich muss auch aufpassen, dass ich nicht unter meine Kartenanzahl komme. Und wieder zwei Preiskarten für mich. Rob und Bob. Das wird dir gefallen. Wenn Rob und Bob wieder zuschlagen. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. 140 Schaden kriegt das Ding. Ach, sie ruft den guten Kindergarten aus. Das ist aber auch ein wild zusammengewürfeltes Deck. Und da sind alle Farben drin, ne? Ich glaube nicht, dass das irgendwie Hand und Fuß hat. Linfu. Linfu. Ein paar Ex-Pokémon hatte auch, das ist toll, aber
Das wird die auch nicht zum Sieg führen. Ja, immerhin haben wir jetzt mal hier einen längeren Kampf. Oh. Gucken, was sie sich nimmt. Die Doppelenergie, okay. Okay, mein Mädchen, okay. Wie du möchtest. Nehme ich dir halt deine Energie wieder weg. Ja, Linfu braucht 2 Energien, also die Weiterentwickler. Und der ist One-Hit, von daher war das dumm von mir, ihm die Energie wegzunehmen. Ah, denken. Okay, Bisofang. Das tut jetzt weh. Hätte ich mal lieber ihm die Energie weggenommen, ne? Aber erstmal entwickeln. Ein Babon. Kann ich nämlich gleich abschlagen. Die Attacke ist so unzuverlässig. Dann könnte ich Rob und Bob einsetzen. Mache ich jetzt auch. Weil Rob und Bob machen Rob und Bob Action. Dann sind alle ihre Karten weg. Ich habe aber auch schon Arschloch-Deck. 50. Turtok macht ja gleich 80 Schaden. Das weiß sie noch nicht. Deswegen lasse ich ihr in den Glauben, dass alles noch in Ordnung ist. Aber das ist nicht der Fall. Ich habe das Spiel nie aus der Hand verloren. Das testen wir nochmal. Der Angriff fügt 10 weitere Schadenspunkte für jedes an dieses Pokémon angelegte Wasserenergie zu. Ja. Dann machen wir 80 Schaden. Victory. 3 Punkte, 4 Punkte. Und das war's dann auch für heute. Wir spielen 14-4. Und wir sind nicht aufzuhalten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Roffel.